Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung von Neo Scavenger, einem Survival-Spiel etwas anderen Art, also nicht Survival à la Minecraft oder Terraria oder dergleichen, sondern alles ein wenig düsterer und realistischer, das Ganze auch rundenbasierend, das heißt man kann schön taktisch vorgehen, an diesem Tag möchte ich in die Stadt gehen und da looten oder ich möchte lieber meine Spuren verwischen, sowas in der Richtung. Es sieht sehr vielversprechend aus und ich möchte euch einfach mal ein Leben davon zeigen. Wir starten also ein neues Spiel. So. Die Handhabung ist noch etwas dürftig. Aber es kommt auf den Spielinhalt an. Also wir erstellen jetzt unseren Charakter. Wir haben hier 4 freie Slots. Da können wir jeweils einen Skill reinziehen. Skills hat man auch am Anfang des Spiels und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, neue Skills hinzuzubekommen. Obwohl die hier suggerieren, dass man mehr haben kann. Vielleicht gibt es so etwas wie ein Levelsystem. Ich habe es noch nicht wirklich gefunden. Da sind wir momentan darauf beschränkt, 4 Sachen auszuwählen und mit denen hängen wir dann auch erstmal fest. Das heißt, wenn wir jetzt am Anfang keine Elektronik nehmen würden, könnten wir nie wirklich gut mit elektrischen Sachen umgehen. Was schon mal ein Haken ist. Das heißt, ich mache meine Charaktere, die 1, 2, die ich bisher gespielt habe, meistens so, dass sie recht guter Plünderer sind. Also sie können sich mit mechanischen Sachen gut auskennen, zum Beispiel Klick, mit elektrischen. Sie können gut Sachen finden, das ist Eagle Eye. Damit sieht man eher Objekte und kann auf der Oberweltkarte weitergucken. Was wichtig ist, damit man weiß, wer einen verfolgt und so weiter. Weil Gegner verfolgen einen auch wirklich über die halbe Karte. Deswegen muss man Spuren verwischen und durchs Wasser gehen und all so eine Tricks. Das ist richtig schön gemacht. Ja, also die 3. Und dann könnten wir entweder noch Verstecken nehmen. Verstecken ist sehr wichtig in einer Welt, die von Zombies, Lootern und was weiß ich beherbergt wird. Weil es ist nicht ein Spiel, wo man durch die Gegend geht und alles mit einem Schuss wegknallt. Nee. Das hier ist wie gesagt realistisch. Also Verstecken wäre eine Möglichkeit. Medizin hält sich in Grenzen. Athletik könnte wichtig sein, denn Weglaufen ist auch wichtig. Also Weglaufen oder Verstecken. Ich glaube lieber Weglaufen, weil wenn man sich versteckt und gefunden wird, ist aus. Aber wenn man von vornherein weglaufen kann, dann ist es schon mal besser. Also nehmen wir Athletik auch nochmal mit. So. Confirm. Das wäre unser Charakter. Und das hier ist auch schon der Spielbildschirm. Also wir haben hier unten unsere momentan ausgewählte Waffe. Wir haben hier Informationen zu dem aktuellen Geschehen und hier unten können wir auswählen, was wir machen wollen. Also wir wachen in einem so einen Storage Tank auf, in dem wir wohl eingefroren wurden und hören jetzt in der Entfernung ein Monster brüllen, das wahrscheinlich hinter dieser Tür da ist. Das heißt, wir sollten uns beeilen und möglichst schnell hier raus. Aber da wir Elektronik haben, können wir dafür sorgen, dass die Tür hier geschlossen wird. Das ist durch unseren Electrician Skill. Hätten wir den Skill nicht, könnten wir das nicht. Okay, Mechanik kann das auch. Also hätten wir elektronisch und mechanisch nicht, dann könnten wir die Tür nicht schließen. Ja, und unser Athletic Skill sorgt dafür, dass wir gazellenhaft durch das Fenster springen können. Hätten wir die 3 Skills nicht, hätten wir nur diese eine Möglichkeit, aus dem Fenster springen. Was ohne Athletik vielleicht ein wenig wehtun könnte. Ja, aber wir wollen uns hier drin umsehen, also machen wir erstmal Mechanik. Ziehen das dahin und sagen Confirm. Das machen wir diese Runde. Das heißt, jetzt schließen wir das Ding kurz, Tür geht zu, confirm, und haben jetzt etwas Zeit, uns hier umzugucken. Weil das Monster halt 1, 2 Mal gegen die Tür haut und dann kommt es nicht rein und gibt auf. Also wir können immer noch rausgehen, wir können uns die Konsole angucken, oder wir können Eagle Eye, unseren 4. Skill, benutzen, um noch irgendwelche Details zu finden. Und das machen wir mal mit confirm. Wir finden etwas Kleines Metallisches auf dem Boden. Als wir es uns näher ansehen, sehen wir ein Schweizer Taschenmesser. Sehr gut, das kommt gleich mit. Jetzt können wir uns noch die Konsolen angucken. Konsolen geben Daten über die Tanks. Wir waren in Tank 5. Unser Name ist also Philip Kindred. In Tank 1 war Anton Blubber. Notfalltelefonnummer. In Detroit. Er selbst oder sie selber lebt auch in Detroit und die sind auch aus Detroit. Das heißt, dadurch wissen wir schon mal, dass wir irgendwo in der Nähe von Detroit sind. Mehr aber auch nicht. Und dass unser Name halt Philip Kindred ist. Denn wir wissen nicht wirklich viel über uns selbst. Und wie wir im Tank gekommen sind und was überhaupt passiert ist. Aber das wird unser Held recht schnell gleich feststellen, was passiert ist. Die Welt ist nämlich untergegangen und er hat es verpennt. Also confirm.
Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, aus dem Fenster rauszugehen. So. In dem kleinen Bunker da waren wir. Gott weiß wie lange. Und wir können uns an nichts erinnern, was in der Umgebung ist. Also wir haben keine Ahnung, wo genau wir sind. Und wir gucken uns jetzt um. So. Das ist die nächste, das ist die Oberflächenspielwelt. Wir haben jetzt drei Bewegungspunkte. Und damit könnten wir entweder zurück zu der Facility gehen und uns da noch ein bisschen umgucken. Oder wir könnten einfach so aufs Geradewohl hinaus die Welt erkunden. Das Ganze halt mit Hexfeldern. Hier links haben wir noch... Oh, warte mal. Wir haben fünf Bewegungspunkte. Achso, wir haben hier die Rennenfähigkeit, die wir an- und aufstellen können. Hier links ist dann noch Hunger, Trinken, Müdigkeit, Belastung, wie bequem es uns gerade ist, welche Temperatur außen herrscht. Weil wenn es draußen ziemlich kalt ist und regnerisch und wir haben nicht ordentliche Kleidung, dann werden wir halt krank. Was nicht gut ist. Ja. Gucken wir mal ganz kurz, wo ist unser Inventar gewesen? Hier. Also, wir haben so ein komisches Tag an unserer Hand, wo drauf steht Philip Kindred. Wir haben ein Hospital Gown und sonst haben wir nichts. Also es ist ziemlich kühl. Oh doch, da haben wir noch was. Ein Bronze-Talisman. Ist 20 Dollar wert und wiegt 0,01 Kilo. Okay. Oh ja, wir können momentan nur zwei Sachen tragen, weil wir nur zwei Hände haben. Wir haben keinen Rucksack. Das macht das Looten schon mal recht schwierig. Und wir haben keine Kleidung, die uns irgendwie schützt. Das heißt, nachts würden wir uns unterkühlen. Also sollten wir uns wirklich umgucken. Und wir sind barfuß, können dementsprechend auch nicht wirklich besonders schnell uns fortbewegen. Ja. Gucken wir mal dahin. Dahin. Und der Spieler kann in diesen Konditionen nicht besonders gut sehen, wegen dem Regen. Und wir sind in einem Wald. In diesem Wald sehen wir ein Kistensymbol. Kistensymbol heißt, dass auf diesem Feld Loot ist. Das heißt, wir gehen in unser Inventar. Und sehen hier auf dem Boden eine Handvoll Beeren und ein Stück Papier, auf dem steht analysiertes Wasser, benötigt ein Wassertester und einmal Wasser. ja, okay, das können wir liegen lassen, aber Beeren könnten wir einmal mitnehmen. Hier sind Bäume. Ja, okay, das ist nicht wirklich praktisch. Warum sind wir blind? Das ist nicht gut. Es gibt verschiedene Campsites. Also je nachdem, wo man gerade schläft, mitten im Wald zum Beispiel, hat man dann einen höheren Schutzwert oder kann besser schlafen. Und wenn man im Wald schläft, dann sieht man anscheinend nicht, was um einen herum passiert, was ja auch einigermaßen Sinn macht. Aber gut, wir haben noch einen Schritt über. Gucken wir mal dahin. Da ist auch noch was zu looten. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Beeren oder so. Und man sieht hier diese roten Füße. Das heißt, wir haben Spuren hinterlassen. Das heißt, wenn irgendein Monster oder ein Bandit oder dergleichen auf ein Feld kommt in unserer Spur, kann er unsere Spur aufnehmen, unsere Spur verfolgen. Was nicht ganz so schön ist. Oh, Wasser. Wir können Wasser aber nicht mitnehmen, weil wir keine Flasche haben. Na, das ist schade, wir können es trinken. Auch wenn wir nicht wirklich viel Durst hatten, aber... Pff. So, jetzt müssen wir uns ein Camp aussuchen. Ja, das Einzige, was wir haben, ist mitten im Wald auf Boden schlafen, in unserer komischen Kutte da. Was nicht besonders gut ist. Aber gut, Ende des Zugs. Das sieht so aus, als wenn wir gleich sterben würden. Also ein Bandit ist auf unser Feld gelaufen. Woher auch immer er wusste, dass wir hier sind. Und wir sind am uns schütteln, weil es halt so kalt ist. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir wissen nicht, ob der aggressiv ist oder nicht. Wir haben hier unsere Uhrzeit, wir haben unsere Cover, wir haben das Wetter, wen wir hier vor uns haben. Man sieht bei ihm momentan keine Waffe. Also er hat nur Fäuste in der Hand, genau wie wir. Das heißt, vielleicht ist er auch gar nicht aggressiv. Wir haben jetzt ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten versuchen wegzuschleichen, wir können versuchen wegzulaufen. Wir können einfach laufen. Dieses Weglaufen haben wir durch unsere Athletikfähigkeit. Wir können aber auch auf ihn zulaufen. Wir können auf ihn zugehen. Wir können in Deckung gehen. Ganz, ganz viele Sachen halt. Wir sind barfuß und blind und er ist zäh, barfuß und blind, also habe ich nicht wirklich das Bedürfnis, gegen ihn zu kämpfen. Ich versuche mal vorsichtig wegzuschleichen. Klick, confirm. Ja, wir haben es geschafft. Aha, sehr gut.
Wir haben jetzt einen Bewegungspunkt. Wir schleichen mal dahin. Ende des Zuges. So. Also, vor dem einen Banditen konnten wir fliehen. Da ist der nächste. Ja. Gut. In den Wäldern ist überall was zu finden, wie wir sehen können. Das graue Kästchen hier sagt, dass wir da schon mal gelootet haben. Das heißt, wir wissen, was da liegt. Bei den goldenen wissen wir es halt noch nicht. Aber da es einfach so mitten im Wald ist, wird es wahrscheinlich nur irgendwas Natürliches sein. Also Beeren oder Tannenzapfen und sowas in der Richtung. Wir hätten aber eigentlich lieber eine Stadt. Das heißt, wir versuchen mal an dem hier vorbeizulaufen. Da ist eine Stadt. So, keine Bewegungspunkte. Entern. Oh oh. Er verfolgt uns, glaube ich. Gut, ab in die Stadt. Als wir uns der Stadt nähern, sehen wir keinerlei Zeichen von Leben. Alles ist halt in Ruinen, die Autos stehen still auf der Straße. Ist halt nach der Apokalypse. Oder quasi Apokalypse halt. Aber in der Entfernung können wir riesige fliegende Kreaturen sehen, die ähnlich wie Geier um uns kreisen. Also nicht sehr einladend. Confirm. Jetzt können wir hier allerdings suchen. Was haben wir hier? Steine. Und kleine Nadeln. Ja, das ist nicht so gut. Fähigkeiten haben wir auch keine mehr. Das ist unsere momentane Karte. Eigentlich sollten wir hier suchen können. Ich verstehe gerade nicht, wo da das Problem ist. Spieler, Autos, nein. Crafting-System, nein. Wir haben nichts, was wir momentan herstellen können. Aber ja, hier könnten wir normalerweise mit unseren Skills und Gegenständen, die wir haben, und verschiedenen Rezepten, alles hier reintun. Und dann können wir sehen, was dabei rauskommt. Also zum Beispiel könnten wir jetzt Pebbles und Steine kombinieren, aber da wird nichts rauskommen. Ist halt nur für später. Ach, hier haben wir die Möglichkeit. Okay. Also, wir wollen jetzt scavengen, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Klick. Wir wollen scavengen in einem zerstörten Eisgebäude? Nee, Office Building. Achso. Also einfach nur ein Büro. Confirm. Loot ist erwartenderweise gering. Es ist aber auch nicht besonders gefährlich dort und man kann sich leicht verstecken. Also wenn man später auf dem Feld kommt mit mehreren zur Auswahl, muss man halt gucken, wie es einem geht. Wenn man verwundet ist, sollte man nicht unbedingt irgendwo looten, wo die Safety recht weit unten ist. Weil wenn man angegriffen wird, wenn man verwundet ist, hat man halt die Arschkarte. Das ist jetzt relativ sicher, aber wir dürfen auch nichts Großartiges erwarten. Schauen wir mal. Wir finden einen Einkaufskarren. Wir finden einen linken Schuh. Linker Schuh. Wir finden ein T-Shirt. Wir finden eine Jeans. Sehr gut, dann können wir unseren komischen Anzug hier mal wegschmeißen. Achso, das gehört als Hemd. Okay, du weg. Blue Jeans an. T-Shirt an. Ein Hoodie an. Das müsste jetzt relativ warm sein, wenn wir noch einen rechten Schuh finden. Blue Jeans kann hier bleiben. Was haben wir da? Eine Plastikflasche. Plastikflasche nehmen wir mit. Was ist da drin? Cola. Cola. Yeah. Und Whisky. Ich hätte gerne eigentlich einen Rucksack oder so in der Richtung. Haben wir da was? Ein paar Stöcke. Lumpen. Eine Einkaufstasche. Sehr gut. Eine Einkaufstasche ist sowas ähnliches wie ein Rucksack. Das heißt, da können wir schon ein bisschen was drin lagern. Nicht sehr viel, aber ein bisschen was. So, also Flaschen kommen da rein. Den Whisky nehmen wir auch mal mit. Den können wir vielleicht vertauschen bei irgendjemandem. Wir haben noch mehr Einkaufstaschen. Oh, okay. Wir können jetzt mit Einkaufstaschen beladen durch die Welt ziehen. So, jetzt können wir ganz viel plündern, aber wir können nicht mehr ordentlich kämpfen. Deswegen tun wir die eine Einkaufstasche mal in die andere Einkaufstasche. Und wenn wir irgendwas ganz Tolles finden, können wir das mitnehmen und sonst haben wir die Hand frei zum Schlagen. So, was haben wir noch? Steine, Pebbles, den Shopping Cart, den können wir nicht irgendwie benutzen. Vielleicht kann man daraus später was bauen, müssen wir gucken. Und hier haben wir ein Metallteil, das man aber auch nicht als Waffe missbrauchen kann. Also lassen wir das auch mal hier. Die Racks nehme ich mal mit, nur für den Fall, dass wir damit ein Feuer anzünden können. Können wir die stapeln? Ja, auf 10er Stack, okay. So, also das hat sich schon mal gelohnt. Wir haben ein bisschen was anzuziehen.
Wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen und wir haben die Möglichkeit, Sachen mitzunehmen. Okay. Confirm. Wir haben noch einen Punkt über. Damit verstecken wir mal unsere Spuren. Und jetzt schlafen wir. Hihi. Wir haben noch unsere Spuren verwischt. Oh oh. Und er hat ein Jagdgewehr. Wir können sagen, dass wir uns ergeben. Wir droppen alle unsere Gegenstände und ergeben uns. Nee, nee. Wir können ihn drohen mit unserer Waffe. Wir haben aber keine Waffe. Ich denke, er lässt sich davon nicht wirklich einschüchtern, wenn er ein Jagdgewehr hat. Und wir haben nicht die Möglichkeit wegzuschleichen, weil diesmal hat er uns gesehen. Als wir letztes Mal im Wald waren, haben wir ihn gehört und konnten darauf reagieren und wegschleichen. Aber jetzt hat er uns gesehen. Deckung wäre, glaube ich, erstmal das Beste. Erstmal Deckung hechten und danach versuchen, von ihm wegzukommen. Take cover. Confirm.